personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as a transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So, does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? Naomi, the chief, what happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No! Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not, Snake. You've got to understand. This counter-terrorist op is security level red. You'll need the highest security clearance to learn the real story. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you. The Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Ja, sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube noch was unterm Bett. Ah, eine Ration. Dann nehmen wir die mal. Ich will jetzt mal mit dem falschen Knopf aufstehen. Don't move! So you killed the chief, you bastard! Liquid? No, you're not. Don't move! Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful. I'm no rookie. Liar. Your eyes wander. There's no confidence in them. The eyes of a rookie. You've never shot a person, have you? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie.
I told you I'm no rookie. You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think! Shoot! Nehmen wir mal unsere Soap, komm. Ah! Kann man den Feuerlöscher kaputt machen? Ja. What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie! I'm telling you, shoot! Ich muss sagen, beim ersten Mal hatte ich ja richtig Probleme. Also, wo ich das allererste Mal gespielt habe. Okay. So kommen. Ja. Thanks for the help. Wait! Who are you? You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psychomantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So, that was Mantis. Ja, damit haben wir schon mal Merrill
kennengelernt, sage ich mal so, beziehungsweise sind sie schon begegnet, das ist der Nichte des Colonels. Ja, hier liegt Johnny am Boden. Sieht sogar ja ein Spiegelbild. So, ist hier noch was unter dem Bett? Also ich sag der Controller, ich weiß, ich beschwere mich immer wieder, aber man muss die hässliche Schultertaste immer so weit reindrücken, ey. Ah. Die sind aber auch kleiner, die Munitionskisten, als in den anderen Teilen. In den anderen Teilen sind das ja so riesen Boxen. Ein Buch? Ja, das ist auch so ab Metal Gear Solid 2 eine Erneuerung. Aber wer das sein soll, keine Ahnung. Könnte schon fast Tomb Raider sein, aber Tomb Raider hat ja keine blonden Haare. Beziehungsweise Lara Croft, ja. Aber so von dem rechten Bild her so. Ja, könnte schon halt Lara vielleicht noch ein bisschen dunkler. Was war denn hier? Ach so, das sah jetzt aus wie so ein Poster. So, die müsste jetzt wieder zu sein. Ah, okay. Rolle geht auch. Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja rein technisch Metal Gear Solid 2. Also, es sagt ja, das Remake basiert ja auf die Technik von Metal Gear Solid 2. Ja. So, wir müssen jetzt ins Untergeschoss. So, B2. Ah, wollte ich nicht. Ah, weg. Okay. Na gut, Leute, ich werde jetzt hier erstmal die Aufnahmen beenden. Ja, wir speichern erstmal. Das war irgendwie ganz komisch. Man muss Start drücken, gedrückt halten und dann nicht B. Also wenn man Pause machen will, drückt man Start. Also hält man Start gedrückt und drückt dann B. So macht man Pause halt. Haben wir so die, sozusagen die Karte, die wir im Original noch nicht haben. Irgendwie total blöd hier die Steuerung. Und dasselbe Spiel, Start und A drücken. Für ein Codec. So, mein Link. What's up, Snake? So, speichern. Ha, 2014 habe ich das letzte gespielt. Ja, das von vorn hier 2019. Den werde ich jetzt direkt schreiben. Ach, 2014, das ist auch schon wieder ein paar Jahre schon her. Also wie die Zeit vergeht. So. Ah, das geht relativ schnell, ey. Der Speichervorgang. Snake, remember what the Gaul said. The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful and avoid getting into a fight whenever you can. You're right. Wow, you know all sorts of great quotes, don't you? Well, both my parents are from Guangdong, China, but I was born and raised in America. I've always liked reading literature from both sides. Kinda keeps me in touch. I'll share some more quotes with you if you like. I'm looking forward to it. But to tell you the truth, I'd like to learn more about you. Well, I'll think about it. Ja, es kommt eine Müdigkeit durch. Ich hoffe, man hat mich jetzt nicht gehen gehört. Ich habe das Mikrofon vergessen auszumachen. Ja. Na gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann auch beim nächsten Mal. Okay, ciao.